Und wieder da. Stage 7 von diesem Ort. Und wir kriegen die super Gebirgemusik. Die Gebirgsmusik ist toll. Und die beste Power von allen, die Raisin Power, ist auch wieder mit dabei. Und blaue Puschels. Wow. Das ist unfair. Gegner, die man nicht sehen kann, sind irgendwie unfair. Sehr schön. Und hier in die Wand. Ja, komm. Verschwinde, du Puschel. Boah. Nee. Marissa. Schlitter doch nicht immer so. Ach ja, ihr Geister seid sehr spannend. Na komm. Boah. Diese Sprünge sind während jedem normalen Spiel schon unangenehm genug, aber hier sind sie das erst recht. Und hepp und na komm. Boy, bounce. Ich hab gedacht, bounce. Boah, man muss ja noch genau das richtige Timing drauf haben mit diesem Trampolin. Und Seelen fliegen. Meine Güte, wer könnte nur der nächste Boss sein? Ach ja. So. Und safe. Nach jedem Level speichern. Das ist mittlerweile Tradition und wir gehen hier hin. Wer könnte der Boss sein? Ich kann es mir überhaupt nicht denken. Und dieses Gebäude sieht dem AMT doch sehr ähnlich. Und Marissa kann immer noch nicht bremsen und muss immer 10 Meter weit schlittern. Ach ja. Und die Plattformen sind langsam wie sonst nur was. Und ganz viele Geister. Gruselig. Jo. Gibt C. Noch, und dann muss ich hier raus und dann wieder rein. Und dann hast du einen neuen C. Und den kann ich mir auch noch nehmen. Und oh, ist das dumm. So, Marissa, und jetzt, ja, erstmal da rein. Das dauert auch wieder unnötig lange. Und jetzt bitte nicht einen halben Kilometer weit schlittern, du dummes Schlampen-Mistvieh. Was du bist, Marissa, du bist so eine dumme Sau, ehrlich. Oh, diese Plattform. Mach hinne. Ich hab nicht ewig Zeit, du dummes Ding. Ja. Ja, noch mehr Geister. Na komm. 1 Million Jahre später. Werden wir jemals ankommen? Kleiner Spoiler. Nein, werden wir nicht. Diese Plattform braucht bis in alle Ewigkeit. Ich würde lieber zu Fuß gehen. Ich würde sagen, nimm dir doch einfach deinen scheiß Besen. Und fliegt durch den ganzen Murks hier durch. Aber nein. Da hat sie keine Lust drauf, wa? Boah. Spannung. Wow. Sehr gut. Boah. Meine Fresse, ne. Und hat diese Stage auch wieder keinen Power-Up vom Boss. Jumu, hey, was geht ab? Yay, kommst du mal hier runter, du dämliches Ding. Ja, Jumus Geist ist anscheinend ein bisschen durchgedreht.
Jo. Und manchmal will Marissa nicht werfen. Jedenfalls nicht so, wie ich das will. Yay. Junge. Ich nehme dich mit zum Ziel. Dupdidu. Und bam. Ha. Jomu hat einen Pilz im Gesicht. Der Pilz steht dir, Junge. Nicht wirklich. Aber egal. So, das war lustig. Und jetzt gehen wir weiter ins nächste Gebiet. Und ich habe jetzt schon keine Lust. Give me tea. Give me safe. Und ich bin wieder weg. Und ja. Stage 1 von wo auch immer. Und ich ahne Schlimmes. Ja, ich ahne Schlimmes. Yukuri. Yukuri-Kopf. Juhu. Na komm, Yukuri. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nur mal so nebenbei. Sehr schön. Yukuri. Wir sind der Yukuri-Kopf. Na komm. Yeah. Meine Güte. Yukuri. Juhu. Genau, den Tod. Super. Ich mag dieses Power-Up nicht. Power-Up vor allem. Das Ding ist eher ein Power-Down. Yay. Hier oben ist was. Toll. Interessiert mich nicht. Ich will nur die Stage schaffen. Alles andere ist mir egal. Aber ich krieg wieder Leben. Ja, in dieser Welt kann man Leben farmen. Du, 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 du. Nice. Wirklich sehr nice. Und ich habe schon wieder nur so wenig Zeit. Das ist nicht gut. Oh, Feuerräder. Juhu, Feuerräder. Das ist nur was ganz Neues. Wow. Na komm, du Ding. Buff, buff, buff. Und die Flammenräder bahnen sich ihren Weg und ich kriege keinen Power-Up. Sauerei. Ah, doch, hier ist mal ein Pilz. Pilze sind immer gut. Und Fledermäuse sind immer schlecht. Und da ist ein komischer Block. Und hier sind diese dämlichen Geysire oder was auch immer die darstellen sollen. Hep und hep und rüber. Ach, Schande. Ach, Marissa. Marissa, du springst auch nur dann, wenn du Lust hast, wa? Und Räder, Flammenräder, beweg dich doch mal schneller. Stoß dir den Kopf, Marissa. Vielleicht tun dir ein paar sanfte Schläge auf den Hinterkopf ja ganz gut. Ja. Und das Ding dreht um. Geht in die andere Richtung. Und ich gehe runter. Sehr spannend. Wow. Und diese Flammenräder haben eine seltsame Hitbox. Und ich mache schon wieder den gleichen Fehler. Hier rüber zu springen. Und ich lasse mich lieber treffen, anstatt nochmal irgend so einen komischen Sprung zu versuchen. Nee. Ach ja. Flammenrad. Flammenrad. Na komm. Lass mich durch. Hier ist wieder ein roter Stern, und zwar. Und wir fliegen davon. Da, 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 da. Ach ja, wieder einmal fliegt Marissa davon und wurde nie wieder gesehen. Naja, schön wär's.
Ich habe ja eigentlich nichts gegen Marissa, aber oh, in diesem Spiel ist sie echt nervig ohne Ende. Erwisch doch mal den Scheißblock. Und jetzt fallen auch noch Eimer von der Decke. Super. No. Und noch mehr sinnlose Sternchen. Na komm. Wow. Ach, na super. Ja, komm. Wow. Ich brauche ein Power-Up an der Stelle. Na komm. Geh wieder rein. Stage 3. Von Belt, keine Ahnung. Diesmal gleich den Block mit dem Pilz getroffen. Fall runter. Warum auch immer mir Eimer Schaden machen. Ich verstehe es nicht wirklich, aber ja. Marissa stellt sich halt mal wieder an. Wie Sau. Boah, komm runter, du. Nee. Boah, man kann nicht mal einfach durchrennen wegen den scheiß Eimern. Weil die einen blocken. Und Marissa, du bist echt ein Weichei. Stirbst du in den Eimer auf den Kopf bekommst? Nein, nein, nein. Also ehrlich. Man sollte meinen, dass du ein bisschen mehr aushältst, gute Dame. Aber nein. Die Entwickler hatten wieder ultimative Langeweile. Und diese Stelle ist dumm wie sonst. Warum springt sie jetzt so weit? Dieses Spiel hat die schlechteste Sprungphysik, die die Welt je gesehen hat. Sogar Spiele aus dem Jahr 1990 haben eine bessere Physik eingebaut als dieses hier. Du. Ja. Sonderlich toll Programmierer sind die Entwickler halt anscheinend nicht gewesen. Na komm. Boah, die Stelle ist ja auch so unglaublich dumm und scheiße. Komm runter. Marissa, du Schlampe, spring gefälligst mal richtig. Ja, komm runter. Naja. Pilz. Du. Einfallsreich. Wirklich. Viermal hintereinander den Eimer. Oh, ist das geniales Level-Design. Und Marissa, du sollst da nicht drauf springen. Jo. Sehr gut. Und auf dieses Schloss habe ich jetzt keinen Bock. Das kommt beim nächsten Mal. Das werde ich mir jetzt nicht antun. Stattdessen kaufe ich mir Power-Ups. Wieder ganz viele. Und kaufe mir ein Leben und ein Save. Und dann muss ich wieder auf unseren Kollegen hier rumspringen. Denn die Session ist dann beendet. Das war jetzt eine kurze Session mit nur zwei Parts. Wie auch immer. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.